und herzlich willkommen zu dieser Folge von Get Tribbled. Wir spielen heute ein bisschen Tower Defense. Es scheint wieder zurück zu sein. Hier. Ho. Das wurde ja jetzt ersetzt aufgrund der 1.9 von irgendeinem langweiligen, schwulen anderen Modus, der nicht viel Unterschied geboten hat. Und jetzt scheint eine neue Version von Tower Defense draußen zu sein. Und diese neue Version werden wir nun antesten. Start. Nein! Nein! Alter, ist das geil! Das ist ja richtiges Tower Defense. LOL! Scheiße, da kommen ja schon die Gegner. Was mache ich jetzt? Direkt! LOL! Als ob. Das ist ja richtiges Tower Defense. Archer Tower. Knall sie nieder. Wie geil ist es denn bitte? LOL, Leute, gönnt euch. Kann ich jetzt hier ab... Ich kann upgraden. 100 Coins. 150 Coins. 200 Coins. Jetzt ist er Max ab. Alter, ist das geil. Das ist wie richtiges Tower Defense. Irgendwie ist es komisch. Hier kann ich gar nichts bauen. Ach so, ich muss auf den Boden schauen. Ah. Leute, das ist nett. Ich will doch keinen Archer Tower bauen. Hä? Ach so, ich muss auswählen und dann... Ah. Ah. Los, meine Artillerietürme. Jetzt werden die hier alle voll Max abgegradet. Oh, wir haben keine Coins mehr. Aber es wird sich auszahlen. Lord Tribble mit seinen Artillerietüren. Spawns one TNT, sets enemy on fire. Mage Tower. So, und jetzt? Komm, Baller raus. Zack! Seht ihr, wie sie verrecken, die minderwertigen Viecher hier. Alter, das ist geil. Das ist so nett. Das ist einfach... Sowas bräuchte es mal als Adventure-Map. Mage Tower. Frisst mein Feuer. Und jetzt, instant. Bam. Alles weg. Ich fände es ganz cool, wenn hier so ein bisschen getrennt wird, dass es die Leute gibt, die das bauen. Und ein paar Leute, die hier so unten rumrennen und kämpfen. Die dann auch gescheitere Waffen haben. Aber es funktioniert einfach übelst gut. Und es macht auch... Ich würde jetzt nicht sagen, es macht Spaß. Es ist richtig neu. Richtig ungewohnt. Aber es ist nicht wirklich so ein großer Spaßfaktor irgendwie drin. Nicht, dass es schlecht wäre. Es ist einfach nicht so ein Spiel zum Spaß haben. Ich finde auch die Map, die ist wirklich hingerotzt für das, was die hier an... Leistungen bringen. Man sollte das noch spezialisieren können, dass es zwei Entwicklungswege gibt. Ich war ja schon immer in der Kindheit der übelste Tower Defense Pro. Kenn mich da aus, Leute. Ich bin der Boss in der Szene. Armageddon Mode. Oh. Würde ich sagen, unterstütze ich nochmal meine nicen Troops. As the game continues to draw something... I'm getting worse. Cover health has been reduced and guardians disabled. Oh, krass. Ja. Die Castle hat jetzt nur noch 100. Geil. Das ändert aber auch nicht viel, der Armageddon Mode, wenn keine Gegner kommen. Würde ich mal behaupten hier. Ich würde sagen, wenn es hier keine Gegner gibt, dann schicken wir den mal die Gegner hier. Kniet nieder von meiner Armee des Schreckens. Super. Das ist... Oh ja, geil. Ja, Spinnen. Ich glaube, nach jedem Angriff kann ich eine neue Klasse... So, jetzt kniet nieder von meiner neuen Armee des Schreckens. Oh ja, wie ihr gefickt werdet. Kniet nieder, ihr Knechte. Armee des Schreckens 3.0.
Kniet nieder, ihr Knechte. Ja, eine Spinne hat's überlebt. Ihr scheiß Towers, Alter. Ihr werdet gefickt von mir. Ja. Gerade werden sie gerusht. Zack. Nieder. Scheiße, jetzt hat der Rush aufgehört. Dennoch kommt jetzt meine Armada des Schreckens. Ja, kniet nieder, ihr minderen Knechte. Keine Chance habt ihr, wenn Tribbles Truppen kommen. Los, mein Armada des Schreckens. Ich stelle mich dazwischen. Nein, tötet sie nicht. Ich stehe hier. Ihr könnt sie nicht töten. Armena. Lol, da unten. Ja, jetzt geht meine XP-Leiste so richtig schnell hoch. Oh ja, jetzt habe ich 100 sonst noch was. 100 sonst noch was. XP. Game Settings. Das könnt ihr einstellen. Faster Fly Speed enabled. High Orb Particles. Tower Skins. Coming soon. Nice. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Bazaar und kaufen uns das. Das kostet 500 XP. Okay, Leute. Mit der neuen Armada des Schreckens werde ich die XP verdienen. Speed XP Reward 10. Okay, 10 XP kriege ich für so ein Ding. Und da kriege ich 5 XP. Zack. Hier, da geht die XP ganz schnell hoch. Ich bin einfach der ultimative Versteher dieses Spiels im Vergleich zu den Noobs hier. Kniet nieder vor der erneuten Armada des Schreckens. Was kostet das? 100 XP. Hier, 100. Wird alles anlagt. So, Cave Spider, kniet nieder, ihr Knechte. Nice, die kommen richtig gut durch. Ey, die rekrutiere ich jetzt weiter. Ist ja richtig geil. Horny Pony. Nice. Kniet nieder, ihr Knechte, gegen meine Skelettarmee des Schreckens. Habt ihr keine Chance, Alter. Okay, Leute. Und jetzt kommen die Invisiblen. Hopp. Dein Arschloch hat auch nicht genügend Coins, Alter. Leute, wie viele kommen jetzt bitte durch? Hyper. Und wie viel Leben die denn noch haben? Super. Scheiße. Fuck. Nicht sterben. Muss schon gar nichts mehr tun. Der greift ja eh nicht an, der Idiot. Guck mal, wir müssen schon gar nichts mehr tun, weil wir sowieso nicht angegriffen werden. Ist doch schwul. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das spaßig ist. So, jetzt wird hier abgebaut. Ich habe die Schnauze voll. Cell. Weg. Nein. Cell. Nein! Und genau dann kommt der scheiß Titan! Das kann doch nicht euer Ernst sein. Artillerie. Genau dann kommt natürlich der Endboss, ist wieder klar. Alter, eine halbe Stunde Langeweile und dann kommt der scheiß Titan, ist wieder klar. Ja, und wie viel Leben der denn bitte hat? Aber eigentlich... Oh ja, wir sind so tot. Ach, wir können ihn immer noch killen. Jetzt aber schnell, Kameraden. Schieß es nieder, das Drecksviech. Und derweil schlage ich auf das Viech ein. Ja, genau. Nein. Horizon! Noob! You are the Lord to say that. Danke. Okay, Leute, damit diese Folge noch pünktlich rauskommt, jetzt weiß ich schon mal, was ich nie wieder spielen werde. Es ist einfach die ganze Zeit genau dasselbe Scheiß-Szenario. Und es ändert sich nicht, sondern dauert es so ewig und kein einziger gescheiter Gegner kommt. Und dann kommt plötzlich dieser schwule Giant, der dich dann instant wegfickt. Das ist natürlich kontraproduktiv für diesen eigentlich total geil programmierten Spielmodi. Tja, aber besser haben es die Entwickler nicht hinbekommen, da kann man ihnen aber auch nichts sagen. Es funktioniert alles, aber es macht null Spaß. Es ist keine Langzeitmotivation. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, oh, ich gehe nochmal in ein Match und... Level sonst noch was hoch ist. Ich meine, die Tower Skins, die sie einführen, die wollen wahrscheinlich genau das.
erschaffen künstlich, aber das ist auch nicht das wahre, Leute. Und so, nach diesem total ausgereiften Feedback, kann ich nur sagen, super umgesetzt. Und gerade wegen dieser super Umsetzung ist es traurig, weil ich dadurch jetzt bemerkt habe, Tower Defense in Minecraft macht keinen Sinn, nein, macht keinen Spaß, Leute. Spielt lieber normales Tower Defense, da kommt mehr Stimmung auf. Hier ist es einfach, du brauchst einfach mehr, es muss komplexer werden, dann könnte es ein schöner Spielmodus werden. Ja, wir sehen uns am nächsten Triple Thursday oder Fall Friday. Genießt die Woche, bis dahin, ciao.